Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir alle kennen die Initiative Jugend stärken und wissen, dass das Programm Kompetenzagenturen ein Bestandteil davon ist. Und es ist unbestritten, dass dieses bundesweite Programm an vielen Standorten in Deutschland vielen Jugendlichen mit schlechten Startchancen oder mit Migrationshintergrund durch enorme fachkundige soziale, schulische oder berufliche Begleitung und Hilfestellung eine Stütze ist und war. Das Programm unterstützt besonders benachteiligte junge Menschen, um im Gang durch das bestehende System der Hilfeleistungen zu erleichtern und ihren ganz eigenen Weg in einen Beruf und in die Gesellschaft zu finden. Individuelle Förderung und Integrationspläne dienen dabei als Grundlage. Ohne enorme Fachlichkeit der Menschen, die eine solche Begleitung umsetzen, wäre ein solches Erfolgsmodell in unserem Programm nicht möglich gewesen. Ich freue mich über jeden Erfolg, der durch zwei ESF-Förderzeiträume hinweg erzielt werden konnte. Wenn ich den Abschlussbericht zugrunde lege, dann bin ich mehr als beeindruckt. Lediglich 11% der Fälle konnten bis dahin vorhandene Probleme nicht abschließend gelöst werden. Die weit überwiegende Mehrheit der jungen Menschen hat die Chance genutzt, Mut zu sammeln, alle Kraft zusammenzunehmen und einen Anlauf in ein eigenes Leben zu nehmen. Viele haben durch professionelle Unterstützung gelernt, eigene Stärken zu erkennen und diese auch umzusetzen. Wir alle haben durch dieses Programm sehr deutlich vor Augen geführt bekommen, wie intensiv die Arbeit des Fachpersonals in die Zukunft für uns alle gerichtet ist. Eine Zukunft, die vor Ort gestaltet wird. Die Kooperationspartner gestalten mit Hilfe der Schnittstellenfunktion der Kompetenzzentren Angebote und entwickeln sie dann passgenau weiter. Das Besondere ist und bleibt, dass es sich um eine aufsuchende Leistung handelt. Vorhandene Netzstrukturen werden genutzt. Leistungen in Anspruch genommen und durch das An-die-Hand-Nehmen eines jungen Menschen genau da platziert, wo etwas passieren muss. Ich möchte an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen, meine Damen und Herren, Sie haben in den Kompetenzagenturen ganze Arbeit geleistet. Ihr Erfolg ist der Erfolg unserer Gesellschaft. Ihre Zuverlässigkeit, Ihr gegenseitiges Verständnis und Ihre Toleranz für die Ziele der einzelnen jungen Menschen, das sind Leistungen in ein eigenständiges Leben und das auch nachhaltig. Ungefähr die Hälfte der jungen Menschen, die aus dem Programm entlassen wurden, die aus dem Case Management austraten, bleibt ihre Stärken und ihrem neu gefundenen Weg treu. Sie haben die Chance, die sie bekommen haben, genutzt und das nenne ich nachhaltig. Das Programm läuft aus, die ESF-Mittel sind nicht mehr wie im bisherigen Ausmaß zu verausgaben. Und jetzt genau entsteht das Problem, das wir, meine Damen und Herren, durch den vorliegenden Antrag gewiss nicht lösen werden. Die Bundesregierung hat die Überbrückungsreste im Haushalt nicht für die Kompetenzagenturen ausgewiesen. Die Landesregierung hat ihren Goldesel noch nicht gefunden und schon wird's eng. Und ich darf feststellen, dass das federführende Ressort an dieser Stelle auch in keinerlei Richtung, ob nun im Bund- oder Landeshaushalt, sich überschlagen hat. Auch ein nachhaltiges Projekt muss alleine laufen lernen. Das entspricht der Rechtsnatur von Projekten. Ja, aber niemand hat sich der Aufgabe angenommen, das Profil der Kompetenzagenturen zu verstetigen. Niemand konnte die intensive Arbeit vor Ort in eigener Regie übernehmen oder dadurch auffangen. Wir in unserem Land haben durchaus haushaltstherische Ansätze, Hilfe für Schulabbrecher oder für den Übergang von Schule zu Beruf zu gestalten. Es liegt mir aber fern, hier und heute zu beurteilen, ob dabei der Ansatz des Case Management hier weiter genutzt oder weiterentwickelt werden kann. Ich sehe solche Fragen sehr deutlich in den Händen der handelnden Akteure vor Ort. Die Denkansätze an sich, die im Bundesprogramm zugrunde lagen,
sind weder bei der Landesregierung noch der Regierungskoalition noch bei den Koalitionspartnern wie BFA verloren gegangen. Was aber deutlich anders ist, sind die Koordinierungsleistungen, die aufsuchenden Leistungen. Ich will damit klarstellen, dass diese jungen Menschen nicht schutzlos oder unterstützungslos gestellt werden. Sie haben aber zugleich kein vergleichbares Hilfesystem mehr, das sie in einem so ausgezeichneten Maß in der persönlichen Intensität begleitet. Ich spare mir unter Berücksichtigung meiner Vorredner weiter auf die Einzelheiten des Antrags einzugehen. Die gesamte Ausrichtung des Antrages ist nachvollziehbar, aber eben nicht seriös umsetzbar. Wir haben keine ESF-Reste, die wir einsetzen können, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. Unser Doppelhaushalt liegt Ihnen vor. Einen ernsthaften Vorschlag zur Gegenfinanzierung konnte ich nicht finden. Und noch einmal, wer weiß heute, wie genau die Summe in der anschließenden ESF-Förderung aussehen wird. Wir lehnen Ihren Antrag aus Gründen der seriösen Haushaltsplanung ab. Danke.